Ja? Es könnte gefährlich sein, in einer Knollfestung zu schlafen. Deswegen speichere ich mal kurz dazwischen. Und passe ein bisschen besser auf Khalid auf. Ihr braucht Bei Heiltränke Hilfe? Möchte ich jetzt gerade keine verschwenden. Die sind nämlich noch immer viel zu teuer. Was? Und ja. Zauber habe ich ja leider gerade keine mehr. Gut. Also genau, sollte ich eigentlich Minsk vorschicken. Wenn ich Glück habe, sind hier oben nur Xwarte. Wenn niemand besser geeignet ist. Eure Diener so gut wie erledigt. Genau, ein paar Xwarte. So. Die zum Glück auch nicht lange leben. So, stirb du, blöder Xwart. Währenddessen sammelt Khalid mal das Zeug hier ein. Er kann ja auch ein bisschen was tragen. So. Ja. Der müsste auch was gedroppt haben. Ja, Geld. Was wollte ich beinahe unter meiner Würde? Und hier drüben ist genau die andere Seite. Also ja, da ist auch wieder so ein Gebäude. Genauso ähnlich wie das hier. Nur ein bisschen spiegelverkehrter. Und ich merke gerade, da unten bei den Gnollen haben wir nicht alles aufgedeckt. Beinahe unter meiner Würde. Deswegen geht Imoin kurz den Rest hier aufdecken. Sie ist ja unsere Speerin sozusagen. So, in den Kisten ist nichts Nützliches. Hier ist auch überall nichts Nützliches. Und hier in der Grube scheint auch nichts zu sein, außer ein paar Leichen. Die man zum Glück... Naja, okay, da liegt einer. Die man sonst zum Glück nicht sehen kann. Und du hast noch etwas dabei. Jawohl, ein Amulett. Ja, gut. So, das war's mit der Gnollfestung. Wir gucken, dass wir uns so schnell wie möglich verdünnisieren, bevor irgendwer was Wind kriegt und Alarm schlägt. Obwohl wir bis jetzt eigentlich so viel Aufmerksamkeit gemacht haben müssten, aber ich glaube, die pennen alle. Oh. Für die Gerechtigkeit. Zwei Gnolle wollen uns nicht rauslassen. Aber wir kämpfen uns den Weg frei. So, der hat sogar schon Panik und flieht. So. Der eine hatte nur seine Helebarde. Dabei Helebarden sind wertlos eigentlich. Deswegen lasse ich die auch liegen. Da sind die langen, die Kurzschwerter, glaube ich, etwas mehr wert. So, ich denke mal, wir ziehen uns hier zur Brücke zurück. Hier liegen ja sogar noch die beiden Ogrilons rum. Ich muss aufpassen, dass ich die nicht immer nicht durcheinander bringe. Es gibt so viele verschiedene Varianten. Oger, Halboger, Ogrilons, Oroks, Orks, Hobgoblins, Halbgoblins, Halborks. So. Vor dem Rasten kurz speichern. So, und bei Tageslicht können wir uns dann außerhalb der Festung umschauen. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Wir haben auf jeden Fall schon mal zwei magische Geschosse jetzt. Bei Dünar hier. So. Das heißt, sie kann doch jetzt doch ein bisschen was machen, wenn es nötig sein sollte. Okay. Wir gucken uns erstmal hier oben lang um, was es da gibt. Schon mal verzweigte Wege. Also ja, es war gut, dass wir nachts in die Gnollfestung sind. So konnten wir etwas heimlicher vorgehen, ohne Dünar hier in Gefahr zu bringen, dass sie gegessen wird.
Den einen Gnoll treffen wir ja zum Glück oder leider nicht mehr. Und hierüber geht's, glaube ich, gar nicht. Also jedenfalls nicht von hier aus. Kann man überhaupt darüber? Nee, soweit ich weiß nicht. Aber wir können ja mal gucken. Jetzt hier außerhalb können wir uns ja bei Tageslicht umsehen. Da brechen wir uns wenigstens nicht die Knochen. So, genau hier hoch zu's. Können wir hinter der Gnollfestung entlang gehen wahrscheinlich. Ja genau, wir sind schon oberhalb der Gnollfestung. Oder eben nördlich der Gnollfestung. Na, das ist fast schon ein, könnte man fast schon als Schwachpunkt bezeichnen. Wenn man hier Bogenschützen aufstellen würde oder Katapulte, könnte man ganz leicht in die Festung flankieren. So gesehen ist die zwar ziemlich gut zu verteidigen, man muss nur hier überall Bogenschützen aufstellen und kann hier diesen Weg hier ziemlich gut sichern von hier aus. Wenn die Brücke der einzige Weg rüber wäre. Aber wenn jemand hier schweres Gerät hochschaffen würde oder Bogenschützen oder von hier aus kommen würde, man kann ja von hier aus weiter, wie ich das sehe. Ja, hier gibt's. Hier gibt es sogar noch ein Gebiet nördlich, was nicht interessant aussieht. Zu dem wir nur 4 Stunden bräuchten. Aber nee, erstmal gucken wir uns die Gnollfestung zu Ende an, dass wir zu diesem Gebiet nicht nochmal müssen. Unser nächstes Ziel sind dann eigentlich die Minen von Nashke. Die haben höhere Priorität als die umliegenden Gebiete. Erst wenn wir die Minen untersucht haben, können wir Abstecher machen. Jedenfalls sind die Gebiete, die wir schon besucht haben. Und ja, wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns wahrscheinlich, wenn wir Luft haben, die restlichen Gebiete anschauen. Also wir haben die beiden Gebiete, die wir uns noch anschauen müssen. Die beiden Gebiete. Den Jahrmarkt haben wir auch noch offen. Wir haben Nashke noch nicht ganz erforscht, weil wir ja gleich nach Minsk, nachdem wir Minsk begegnet sind, aufgebrochen sind. Und das Gebiet hier oben. Aber alles, was nördlich von Beregost ist, will ich erstmal meiden. Zumal da oben immer noch der Oger angeblich sein Unwesen treibt. Und ich nicht weiß, ob wir für den stark genug sind, wenn wir die anderen bekannten Gebiete bereits abgeklappert haben. Und ja, ich will erstmal die bekannten Gebiete abklappern, damit ich nachher keine Verwirrung habe, welche Gebiete ich schon vollständig erforscht habe und welche nicht. Also sobald wir die Minen abgeschlossen haben, die ja gerade Priorität haben. Und ja, hier ist ein ganz schönes Stück vorgelaufen. Ja, Hira ist übrigens im Augenblick die, die am meisten aushält. Ja, die anderen brauchen noch eine ganze Weile bis zu ihrem Level-Up. Vor allem Düner hier. Das ist das Blöde, dass wir Düner hier so spät erst in die Gruppe kommen. Imoin ist kurz davor. Aber alle anderen haben noch fast über 1000. Was heißt fast über 1000? Die meisten haben über 1000, nur Talisa nicht. Aber wäre schon mal gut, wenn Imoen ein Level abkriegt, dann hat sie wenigstens mal die doppelte Lebenspunkteanzahl. Hallo, Gnoll. So. Einmal magische Geschosse. Das war jetzt nicht besonders imposant, weil es nur eins war. Ja, und Düna hier läuft einfach rum, weil sie nicht weiß, was sie machen soll, weil wir keine Fernkampfwaffe für sie haben. So, der Gnoll ist eingefercht. Waren sogar Gnolliliten. Ja, gut. Ja, die geben schon gute Erfahrung. 11 Punkte für jeden. Also die Erfahrung, die immer hier unten steht, wird auf die Personen in der Gruppe aufgeteilt. Also
Und ich hoffe mal, es wird aufgerundet, weil wenn nicht, kriegt jeder nur 10. Was nicht so toll wäre. So, wir haben das Gebiet nördlich der Festung abgegrast. Jetzt fehlt nur das südliche. Und selbst die Festung sieht auf der Übersichtskarte sehr imposant aus. Also, da merkt man, sie haben sich damals noch richtig Mühe gegeben, schöne Gebiete zu designen. Gut, machen sie heute auch immer noch, aber das kommt irgendwie teilweise nicht so wirklich rüber. Vor allem, wenn sie dann meinen, sie müssten alles düster machen und dann sieht alles irgendwie grau in grau aus. Was wollt ihr? Gut. So. Was? Nehmen wir da das Gold mit. Und dann gucken wir uns erstmal hier unten um in der Hoffnung, dass es irgendwo rumgeht und wir dann da oben lang wieder hochkommen. Und ob wir hier vielleicht auch irgendwas Nützliches finden können. Also hier ist schon mal ein Weg, der irgendwo wahrscheinlich wieder in eine Sackgasse führt. Ja, wahrscheinlich auf diesen Aussichtspunkt hier am Fluss. Obwohl ich ehrlich sagen muss, dass es hier gar nicht mal so, dass es hier sehr schön aussieht eigentlich. Wäre da oben nicht die Golffestung, könnte sich hier ein Angler hinhocken. Ja, wie sieht es eigentlich mit den Waffen aus? Ja, die Waffen heben noch alle. Gut zu wissen. Minsk müssen wir im Notfall eben ein Langschwert geben von unseren anderen beiden, falls das Zweihandschwert zerbricht. Falls wir Glück haben sollten, zerbricht es nicht. So. Und wir finden irgendwann ein magisches, damit wir das ersetzen können. Und es gibt tatsächlich einen Weg hier außen rum. Einmal hier unten lang. So, aber müssen trotzdem aufpassen. Hier könnten Höhlen sein, die leider auf der Karte hier ein bisschen schlecht teilweise zu sehen sind. Also ja, ich selber weiß natürlich, dass es hier 3 Höhlen gibt, die wir erforschen können. Und in denen sich auch sehr nützliche Sachen teilweise befinden. Außer Xwarten. Aber trotzdem, die kann man leicht übersehen, die Höhlen. Hier ist schon mal die erste. Hier ist tatsächlich eine Höhle. Mit Xwarten drin. Für die Gerechtigkeit. Da ist es schon jemand davon. Ihr habt Geruf schon erledigt. Wow. Geht weg von Diener hier. Ah, Dünner hier, kannst du mal plündern währenddessen. Kannst auch ein paar Kurzschwerter tragen. Ja, wir plündern hier jetzt gerade die Gegner richtig aus. So, du nimmst das hier noch mit. Ja, nichts leichter als das. Und hier drin ist nichts. Schade. Ihr habt eine Aufgabe? Ja, Jaira, einmal Dünner hier. Was wollt ihr? So. Also, die Höhle ist schon mal leer. Man merkt auch, das Ding ist nicht besonders groß. Sieht man hier, wie ich den Rahmen ziehen kann. Also hier ist wirklich Ende. Weiter kann ich den Rahmen nicht ziehen. Also gibt es hier auch nichts mehr in dieser Höhle. Also, wieder raus aus der Höhle. Beinahe unter meiner Würde. Und dann gucken wir, wo die nächste Höhle ist. Falls es noch eine Höhle gibt, natürlich. Es gibt auf jeden Fall noch Xwarte. Oh, sie haben Khalid erwischt. Aber nur ganz leicht. 3 Schadenspunkte, wir machen 17, 10 und so weiter. Ich tue mein Bestes.
So, Khalid ist schon gelb. Also sollten wir ihn nicht weiter überladen. Minsk, du kannst nichts mehr einsammeln. Ah. Minsk, gib mal die leichten Sachen an Khalid Vibe. So. Dann kriegst du... nein, gib den Ring an Khalid. So kriegst du die Schwerter. Ja, gut.